Was passiert, wenn Sie ein Jahr lang Ihren Fokus behalten? Können Sie sich das vorstellen? Wenn Sie wirklich präzise immer wieder, jeden Tag in verschiedenster Art und Weise Ihren Fokus behalten. Und dazu braucht man nicht ewig, das reicht auch schon, da reichen schon 10, 15 Minuten am Tag, 10, 15, 20, 30 Minuten reichen schon am Tag mit bestimmten Übungen, mit bestimmten, mit entsprechenden Vorgehensweisen und so weiter, dass Sie in Ihrem Fokus drin sind. Und das ein Jahr lang. Können Sie sich vorstellen, was passieren würde, wenn Sie ein Jahr erstmal ganz klare Ziele setzen, dann den Fokus setzen und den Fokus behalten für ein Jahr? Weil, wie Sie da durchstarten würden, was das für ein Turbo wäre? Und das ist die Idee bei der ganzen Geschichte. Und darum geht es bei dem Coaching-Experiment, eben ganzheitlicher Erfolg in den verschiedensten Bereichen, weil es muss ganzheitlich sein. Wenn jemand 300 Kilo wiegt, verstehen Sie, dann tut es sich schwer, auch überhaupt erst mal aus dem Bett rauszukommen, oder? Ist ja klar. Also es muss alles dazugehören, auch die Gesundheit. Und das Erste, was wir tun, ist Kennenlernen der wahren Ziele. Das ist ein entscheidender Faktor. Denn stellen Sie sich mal vor, Sie setzen sich irgendwelche Ziele, zack, zack, und am Schluss sind Sie gar nicht glücklich damit. Und das war das falsche Ziel. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel nur Geld anstreben, wird das auch nicht funktionieren. Das muss alles zusammengehören, das muss passen auch. Beruf kommt ja eigentlich von Berufung, oder? Gehen Sie alle Ihre Berufung nach? Was machen die meisten Menschen da draußen? Machen die nur einen Job oder gehen die Ihrer Berufung nach? Aber sind die damit glücklich, verstehen Sie? Ich meine, wir alle wissen doch ganz genau auch schon innerlich, dass wir nur dann Höchstleistungen bringen können, wenn wir das auch lieben, was wir tun, richtig? Also solange ich jetzt einfach nur einen Job mache, weil ich halt Geld verdienen muss und eigentlich mit Herz und Seele nicht dabei bin, kann es auch dann nicht richtig funktionieren. Das gehört schon mal dazu, dass man sich gut überlegt, in aller Ruhe mal wirklich genau überlegt, was will ich überhaupt? Und wir bringen Sie da beim Coaching eben auf diese Spur. Zum Beispiel mit Fragen wie, was zum Beispiel würden Sie vielleicht sogar, was macht Ihnen so viel Spaß, dass Sie es vielleicht sogar tun würden, ohne dass Sie dafür bezahlt werden? Wissen Sie? Solche Fragen. Was macht Ihnen so viel Spaß, dass Sie es vielleicht sogar gratis machen würden? Also nehmen wir mal an, es geht nicht darum, dass jetzt alle plötzlich Millionär werden oder sonst irgendwas. Es geht darum, dass Sie eben sozusagen selbst glücklich sind in dem Sinn, was Sie auch tun. Und wenn Sie davon leben können, ist das super und so soll es ja auch sein. Also nehmen wir mal an, da ist jetzt irgendjemand, der ist so ein absoluter Tennisspieler oder Golfspieler oder sonst irgendwas, verbringt da Zeiten ohne Ende und kauft sich immer die neuesten Schläger und alles Mögliche. Warum nicht mal darüber nachdenken, Tennislehrer zu werden oder Golflehrer zu werden, wenn es einem schon so einen Spaß macht. Und einfach auch, natürlich auch den Mut dann mal zu haben, diesen Schritt auch zu machen. Denn man hat eben dann Erfolg, wenn es Spaß macht. Und man ist da ja mit Herz und Seele dabei, das ist ja ganz was anderes. Also erstmal kennenlernen und dann auch genaue, klare Zieldefinitionen, das gehört eben auch dazu. Also Sie müssen einfach, Sie erinnern sich noch bei den 10 Millionen, oder? Das war ganz klar gesetzt, das Ziel. Da war ein Datum da, ja, und es war messbar. Zum Beispiel letztes Mal sagt jemand auf der Tournee, ja, reicht es dir nicht, wenn ich sage, ich möchte finanziell frei werden? Ist das nicht ein gutes Ziel? Nein, das reicht nicht. Was soll das Gehirn damit anfangen? Was ist finanzielle Freiheit? Für einen Arbeitslosen können schon 1.000, 2.000 Euro finanzielle Freiheit sein. Nicht? Für jemanden, der einen höheren Lebensstand hat, braucht halt 10.000 zum Beispiel. Oder eben viel, viel mehr. Finanzielle Freiheit bedeutet eben, was ist das? Damit kann das Gehirn nichts anfangen. Sondern eben ganz klare Ziele haben immer zwei Komponenten. Erstens, es ist immer ein Datum dabei. Und zweitens, es ist messbar. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, nächstes Jahr will ich abnehmen, was passiert? Wenn Sie zum Beispiel sagen, am 31.12.2013 will ich zum Beispiel 75 Kilo wiegen, dann ist es genau daraus sauber definiert. Also Sie haben erstens mal ein Ablaufdatum, 31.12.2013, und Sie haben ein genaues Gewicht mit 75 Kilo. Das ist kontrollierbar. Da kann jeder in Ihrer Familie, Ihre Freunde können sagen, stell dich auf die Waage, mein Freund. Und dann ist es da oder ist es nicht da. Und nur so funktioniert eben ganz klare Zielsetzung. Und deine Zielerreichungskontrolle auch. Das ist natürlich das A und O. Es muss auch messbar eben sein. Also nehmen wir nur ein Beispiel. Bleiben wir jetzt beim Abnehmen zum Beispiel. Sie wollen jetzt abnehmen, dann geben Sie am Anfang vom Jahr ein, wo Ihr Ziel ist. Es gibt dann eine Linie, oder? Und dann wiegen Sie sich jeden Tag. Alleine schon das tägliche Wiegen wird Ihnen helfen, dass Sie die zweite Pizza an dem Tag weglassen, oder? Und dann
geben Sie jeden Tag das Gewicht ein. Und alleine diese Fokussierung auch darauf wird Ihnen schon helfen. Und dann sehen Sie ja Ihre Ziellinie, oder? Das ist online, wir reden jetzt von Online-Grafiken, okay? Und dann haben Sie eben genau das Gewicht, das Sie eingegeben haben. Dazu haben Sie noch eine dritte Linie, nämlich der Durchschnitt prozentual des Erfolges der anderen Teilnehmer. Und wenn Sie jetzt unterdurchschnittlich sind, dann werden Sie sagen, ja, es kann ja nicht sein, dass ich unterdurchschnittlich bin, oder? Dann werden Sie auch den Ehrgeiz erwecken und sagen, zack, das hilft dir nur nochmal. Also eine positive Motivation durch die Gruppe, wenn Sie so wollen. Also ganz genau kontrolliert auch. Gesund, also Sie für sich selbst, ne? Gesundheit und Körper eben, gehört auch, natürlich auch dazu. Spaß an der Bewegung finden, Traumgewicht erreichen, warum nicht? Stärkere Vitalität aufbauen. Es gibt so schöne Atemübungen, die sind so einfach und kosten auch nicht viel Zeit, mit der sie unglaubliche Energie auch kriegen können, wo sie sich wirklich vital fühlen, wo sie sich lebendig fühlen. Das kennen die wenigsten nur. Fitnessübungen gehören auch dazu. Warum nicht? So Frühsport, Abendsport. Ich habe jetzt in meinem Outlook, in Vorbereitung auch auf das Coaching-Experiment, habe ich jetzt mir eine Outlook-Erinnerung gemacht. Und zwar um 10 Uhr, Frühsport, oder? Und ich glaube jetzt so 6, 9 Monate. Was glauben Sie, wie oft ich es gemacht habe? Noch kein Mal bisher. Warum? Ja, ich weiß ja nicht genau, was für Übungen ich machen sollte. Immer nur Liegestützen ist ja auch komisch. Vielleicht ist es sogar schädlich, ne? Also ich habe die tollsten Ausreden immer. Und jetzt wird es dann heftig, nicht? Weil am 15. Dezember haben wir jetzt in Stuttgart ist der Termin mit dem, wir haben so einen Private Coach, Fitnesstrainer da, der macht uns dann so, also immer so 10 Minuten so Übungen, ja, und die dann so ein bisschen im Laufe des Jahres dann eben ein bisschen anspruchsvoller werden. Und da habe ich jetzt natürlich dann keine Ausrede mehr, weil ich meine, also nicht, Sie laden sich das einfach runter, oder? Sie laden sich im Internet runter, tun es auf einen USB-Stick oder so, tun es in den Fernseher rein und dann können Sie die Übungen davor machen. Und das fällt dann auch viel leichter, wenn man genau weiß. Und wenn da einer vorturnt, nicht, das ist natürlich ein bisschen leichter, als wenn man da selber nur Liegestützen macht oder so. Fitnessübungen gehören dazu, gesunde Ernährung auch bei der Gelegenheit. Dr. Engelhardt macht seit 20, 30 Jahren macht er Vorträge über gesunde Ernährung. Also wir wollen es nicht übertreiben, sondern Ihnen einfach die wesentlichsten Punkte zeigen, einfach mal, um sich dessen wieder bewusst zu werden. Auch Kochen unkompliziert. Wir kochen Ihnen auch was vor, kein Problem, wir üben da schon. Ja, also wir sind jetzt nicht die Fünf-Sterne-Köche, aber einfach mal bei der Gelegenheit auch darüber zu sprechen, was ist eigentlich jetzt gesund, was ist nicht so ungesund und so. Also ich bin Spezialist für Chili con Carne. Also nicht das klassische Chili con Carne, sondern ein bisschen gesünder. Das schmeckt aber gut, schmeckt wirklich gut. Ja. Krankheiten auch aktiv bekämpfen, auch vermeiden natürlich von Anfang an und eben generell eine bessere Lebensqualität. Aber auch Finanzen, Besitz. Sie analysieren zuerst mal überhaupt mal ihre Ausgangssituation. Gerade Leute, die Probleme haben, schieben sie eher weg, oder? Wollen es gar nicht sehen. Und das ist natürlich gar nicht gut. Sondern man sollte sich erst mal damit beschäftigen und sagen, wie genau sieht's aus? Erstmal eine Analyse. Dann klare Zieldefinitionen eben auch. Das heißt, wann will ich was verdienen? Wichtig ist dabei, dass Sie diese Ziele sauber definieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Und zwar nicht zu tief und nicht zu hoch. Wenn Sie es zu tief setzen, erreichen Sie vielleicht weniger, als Sie hätten erreichen können. Setzen Sie Ihre Ziele ständig zu hoch, wo Sie selber nicht dran glauben. Was passiert? Sie machen sich selbst zum Versager, weil jedes Mal setzen Sie Ihre Ziele zu hoch und erleben jedes Mal, dass es nicht funktioniert und im Laufe der Zeit bekommen Sie das Gefühl, hey, ich bin ein Versager. Das ist nicht so einfach mit den Zielen, man muss sich das ganz genau überlegen, auch in welcher Größenordnung können Sie es gerade noch glauben und so weiter. Als ich mir die 10 Millionen gesetzt habe, da war das nicht total unrealistisch, sondern es war halt sehr, sehr optimistisch gedacht. Aber ich habe damals schon sehr, gut verdient, so ist es nicht. Also wir gehen einfach Stück für Stück und wenn das Ziel erreicht wird, setzen wir uns das nächste Ziel, oder? Okay? Einkommenssteigerung ist natürlich die Idee. Also das Tolle ist ja dabei, dass bei meinen Coaching-Kunden quasi 2/3 sind selbstständig oder haben zumindest einen Nebenjob. Und stellen Sie mal vor, Sie würden jetzt mal richtig Gas geben, ja, da wissen Sie selber, was passiert, oder? Und dann haben Sie eben den Drive und dann geht es eben auch so weiter. Und selbst diejenigen, die jetzt angestellt sind und das auch bleiben wollen, weil es ihnen Spaß macht, kein Thema, aber da kann ich Ihnen zum Beispiel helfen, auch Gehaltserhöhungen zu kriegen. Ich stehe jetzt seit 35 Jahren auf der anderen Seite, der die Gehaltserhöhung gibt oder nicht. Also ich weiß schon, wann ich welche gegeben habe und wann nicht, oder? Und da gibt es natürlich auch Techniken, die Sie wissen müssen. Und das müssen wir auch entsprechend vorbereiten. Weil, schauen Sie,
Es ist doch so in Wirklichkeit, also alle Arbeitgeber, die ich kenne, die sagen, alle sind sich alle einhellig, ein richtig guter Mitarbeiter. Das ist wie drei Lotto auf einmal, verstehen Sie? Also das weiß jeder. Ein engagierter Mitarbeiter, der wirklich nicht nur jetzt seinen Job macht, sondern der darüber hinausgeht, der optimiert und mit Herz und Seele dabei ist, sowas finden Sie doch fast so gut wie nie, sind wir ehrlich. Und wenn Sie solche Techniken entwickeln und da wirklich etwas machen und weil Sie sagen, ja, mir macht der Job auch Spaß und ich mache es auch gerne und die Firma gefällt mir und so, stellen Sie mal vor, Sie werden jetzt plötzlich immer besser. Da kriegen Sie vielleicht ein paar Diskussionen mit den Kollegen, aber Ihr Chef wird das sofort merken. Und wenn Sie dann für eine Gehaltserhöhung kommen und zwar auch noch für eine saftige, dann wird der eben, was wird der sagen? Wer will schon seinen besten Mitarbeiter verlieren, oder? Also glauben Sie mir, ich weiß schon von, also da ist auch einiges zu machen. Vermögensaufbau gehört natürlich dazu, Ausgabenplanung, Umgang mit Geld generell, automatisches Einkommen generieren, werden wir Ihnen eine Menge Tipps auch geben. Finanzielle Freiheit ist natürlich das Ziel, naja, jetzt reden wir nicht vom ersten Jahr, aber langfristig die Zielsetzung für eine finanzielle Freiheit. Was ist finanzielle Freiheit? Finanzielle Freiheit bedeutet nichts anderes, als dass Sie mehr Geld einnehmen, als Sie verbrauchen, richtig? Das ist alles. Und was jetzt das Niveau ist, wo Sie sagen, wenn Sie jetzt natürlich Ihre Yachten und Ihre Helikopter brauchen und Ihre Jets, dann haben Sie natürlich, ne, da müssen Sie ein bisschen mehr Geld haben, um diese finanzielle Freiheit zu haben, die automatischen Einnahmen. Aber das ist ganz klar das Ziel, dass Sie eben automatische Einnahmen haben. Beruf, Karriere, Berufsperspektiven erkennen, nutzen. Teamfähigkeit optimieren. Sie haben ja mit Menschen auch zu tun. Kommunikationsfähigkeit ausbauen. Leadership-Fähigkeiten entfalten, Verkaufsfähigkeiten entwickeln und auch entfalten. Sie sagen, ja, ich bin ja kein Verkäufer, will auch gar keiner werden. Das ist ja okay. Aber letztendlich sind wir alle Verkäufer, oder? Wir haben schon unseren Eltern verkauft, dass wir ein Eis wollten. Sie verkaufen ihrer Frau oder ihrem Mann, dass sie der Richtige oder die Richtige für sie sind, oder? Das ist ja ununterbrochen. Sie verkaufen ihren Kindern, dass die in die Schule gehen müssen und gute Noten haben müssen, weil sie sonst im Leben keine Chance haben und so ein Zeug. Also das alles sind ja, wir verkaufen ununterbrochen. Und das gehört eben dazu auch, dass sie Verkaufsfähigkeiten entwickeln und sei es nur dem Chef das Gehalt rauszuholen oder ein höheres, oder? Aussehen, Kleidung, Körpersprache, all das gehört dazu. Sie müssen auch wir reden, wir machen da keine riesen Dinge, sondern die wichtigsten körpersprachlichen Elemente. Aussehen gehört dazu. Also wenn Sie zum Beispiel manchmal in Banken reingehen oder wo auch immer, dann sehen Sie da x Leute mit Pullis rumlaufen, oder? Und dann ist wieder mal einer, der einen Anzug gescheit hat, anhat. Was glauben Sie wohl, wer in ein paar Jahren die Filialleitung übernehmen wird? Der mit dem selbstgestrickten Pulli oder der mit dem Anzug? Jetzt sagt eine, in Salzburg sagt eine Dame zu mir, was haben Sie gegen selbstgestrickte Pullis? Na, ich habe gar nichts gegen selbstgestrickte Pullis, aber stellen Sie, es muss einfach passen zum Beruf, okay? Also stellen Sie sich vor, ich stehe jetzt hier mit einem selbstgestrickten Pulli. Ja? Und dann vielleicht mit diesen Gesundheitsschuhen und Zeug und kurzen Hosen und so. Was würden Sie denn denken? Nicht? Also das passt einfach nicht. Sondern wenn ich jetzt aber zum Beispiel diese Gesundheitsschuhe verkaufen würde, dann kann ich das nicht in einem Laden stehen mit einem schwarzen Anzug. Das geht nicht. Also es geht nur darum herauszufinden, was ist die richtige Kleidung, auch was ist das richtige Aussehen, die richtige Körpersprache, eben in dem Bereich, in dem Sie arbeiten. Traumberuf finden, eben Berufung. Tipps, um mehr Geld zu verdienen, wird dabei sein. Dann haben wir eben im Bereich der Beziehungen, der Familie, Partnerschaft verbessern, Umgang mit Kindern verbessern, gemeinsame Ziele finden, denn sie brauchen dieses positive Umfeld. Das gehört einfach dazu. Das haben Sie gerade energetisch auch wieder gesehen. Selbstverwirklichung, auch Persönlichkeitstraining, geistige Weiterentwicklung, auch spirituelle Weiterentwicklung, aber ohne abzuheben. Okay? Also wir reden von, einfach, das gehört halt auch dazu, die Grundlagen, Meditation. Direkte Wege zum Unterbewusstsein, dass Sie besser mit Ihrem Unterbewusstsein, mit diesen 90% arbeiten können. Da wurde in der Pause gerade wieder gefragt, ja, wie kriege ich das in den Griff? Naja, das kriegen Sie mit der Zeit eben relativ gut in den Griff, wenn Sie immer besseren Zugriff kriegen. Charisma aufbauen. Und natürlich auch soziale Verantwortung, das gehört auch dazu. Eine Spendenpraxis, Engagement in Verbänden, Institutionen, Charity-Partnerschaften, Durchführung gemeinsamer Aktionen. Das werden Sie bei erfolgreichen Menschen immer wieder sehen, dass die auch sehr wohl sehr spendefreudig sind, weil einfach Energie, die rausgeht, kommt eben auch wieder zurück. Okay? Das ist etwas, und ich habe da zum Beispiel, ich meine, ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist beim Lions Club, oder? Der geht da zu Weihnachten gerade, gehen die da in Kaufhäuser schön und ja, und dann verkaufen die da Kerzen und das spenden die, dann nimmt er die Kinder mit und so. Ich finde es das gut, dass die Kinder auch von Anfang an lernen, hilfsbereit zu sein und auch an andere Menschen denken, oder? Wenn es uns gut geht, dann geht es uns noch besser, wenn wir auch anderen helfen können, richtig? Okay, also das gehört auch alles dazu.
Also nochmal die Zusammenfassung. Was machen wir in dem Coaching? Also Analyse zuerst, dann Zieledefinitionen, Selbstkontrolle, Gesundheit, Finanzen, Berufung finden hoffentlich, ja, dass wir genau uns überlegen, was könnte Ihre Berufung sein, Beziehungen, Persönlichkeitsentfaltung und soziale Verantwortung. Das ist eben einheitlich und deshalb ein ganzheitlicher Erfolg eben. So, technisch funktioniert das so, das sind 365 Tage. Primär sind es diesmal keine Newsletter, sondern eben Videos, weil das Gehirn ist mehr visuell und deswegen eben über Videos, weil da die Nachrichten sozusagen und die Schulung viel besser reingeht. Auch Newsletter natürlich dazu und hier Erinnerungen, tägliche Erinnerungen, ja? Jeden Tag immer wieder, hast du das gemacht, hast du das gemacht, hast du das im Panel eingegeben und so weiter und so fort. Das ist der entscheidende Faktor, weil sie sagen, jetzt mal, wenn ich schon mitmache, dann mache ich es auch, oder? Schauen Sie, nach dem Coaching ist es genauso eine Achterbahn des Lebens wie vorher. Das ist doch klar, einmal geht's rauf und einmal geht's runter. Ich habe auch Phasen gehabt in meinem Leben, Mensch, da hatte ich, ich hatte einmal, was waren es, 1,5 Millionen Schulden, also Mark damals, also 750.000 Euro Schulden mit so 25, 26, hatte ich in verschiedenen Sachen übertrieben und das musste ich auch, und habe aber nach 2, 3 Jahren das Zeug auch wieder wegbezahlt gehabt. Und eigentlich war das die Grundlage dafür, oder? Dass ich richtig durchstarten konnte, weil da habe ich so viele Sachen gelernt, was ich falsch gemacht habe, dass ich es eben in Zukunft besser gemacht habe. Und das wissen Sie doch aus Ihrer eigenen Vergangenheit auch. Also im Grunde genommen, überlegen Sie mal in aller Ruhe, alles, was Ihnen passiert ist im Leben, hat auch immer irgendwie einen sehr, sehr großen Nutzen später gehabt, richtig? Das gehört dazu, das Leben ist nun mal ein Auf und Ab. Aber die meisten Menschen, wenn wir von der Achterbahn reden, da hat man manchmal das Gefühl, die sind festgekettet an den Schienen, verstehen Sie? Und ständig fahren irgendwie die Dinger über die drüber. Der Unterschied nach dem Coaching wird der sein, dass Sie nicht mehr auf den Schienen festgekettet sind, sondern dass Sie drin sitzen in dem Wagen und die Fahrt genießen. Auch wenn es mal runter geht. Oder? Und man sagt, oh, es geht runter, wow. Weil da drüben geht es schon wieder hoch. Da lacht sie. Ja, aber ich meine das. Ja, so meine ich das. Ich meine, es geht immer rauf und runter. Es ist nur eine Frage, wie man's sieht und wie man es angeht. Zum Beispiel in Hamburg war das echt witzig. Also ich sage Ihnen 3 Beispiele, was ich mit diesen Fragen meine. In Hamburg war es zum Beispiel so, sagt einer zu mir in der Pause, sage ich zu ihm, na, wie geht's? Sagt er, naja, es ist alles nicht so einfach. Dann sage ich, ja, das ist schon mal gut formuliert, weil wenigstens ist es nicht schlecht drin, das ist schon mal einfach drin, oder? Sage ich, ja, und was ist alles nicht so einfach? Naja, alles ist halt nicht so einfach, ne? Sage ich, ja, wie ein, also, dann wiederholt er das 3 Mal, dann sage ich, sag's mal, aber Sie müssen doch mal irgendwas im Leben erlebt haben, das ganz einfach war, oder? Er denkt danach und sagt, naja, nicht ganz so einfach. Und, ja, Sie waren, ich glaube, es war so. Und dann am Schluss sagt er dann noch, ach, mir fällt da was ein. Ja, stimmt, da war mal ein Auto, ein spezielles Auto. Okay, das ich unbedingt haben wollte, das war toll. Und das ist auch irgendwie ganz einfach gegangen und dann habe ich es gekriegt. Dann sagt er, da haben Sie doch schon mal was erlebt, was ganz einfach war. Dann sagt er, ja, so einfach ist es nicht. Das sage ich, Sie lachen, aber ich sage zu dem, wieso ist es jetzt nicht so einfach? Dann sagt er, das Auto war wieder weg. Dann sage ich, wieso war denn das Auto jetzt wieder weg? Ja, weil es eben nicht so einfach ist. Also mir war das fast schon ein bisschen peinlich, weil da waren ja Leute drumherum gestanden, die gelacht haben, oder? Und der hat es echt nicht gecheckt. Und dann steht einer daneben, der stand, ne, schön links von dem, und dann sage ich zu dem, was machen Sie denn beruflich? Dann sagt er, ja, so, ich mache mit Kommunikationsinformatik und Information. Also er konnte es nicht richtig erklären. Sage ich, meinen Sie jetzt IT, oder? Sagt er, ja, genau, IT. Also ich habe die Ausbildung gerade fertig gemacht, sagt er. Keine Ahnung, was er mit, von welcher Ausbildung der da gerade gesprochen hat. Auf jeden Fall sage ich, ja, und wie geht's? Ja, also, überhaupt keine Jobs. Also null Jobs. Also Hamburg, gell? Hamburg, das ist ja eh, hä? Hochburg und so. Also nichts zu machen, kein Job zu finden. Ich fahre im Moment gerade Taxi. Immerhin macht er was. Also, sage ich, also in Hamburg gibt's keine IT-Jobs, selbst eine Internetfirma. Und Sie sagen jetzt quasi, wir suchen verzweifelt Leute und es gibt keine Jobs in ganz Hamburg. Unmöglich. Alle, die ich kenne, finden keinen Job. Da denke ich mir, okay. Dann fangen meine Elektronen zum Arbeiten an. Dann fällt mir der Satz ein, dass ich sage, sagen Sie mal, das, was Sie jetzt gerade gemacht haben, diese Ausbildung da, ja, würden Sie das denn überhaupt gerne machen wollen? Also macht Ihnen das überhaupt Spaß, diese Ausbildung, also dieser Job quasi? Nee, das interessiert mich gar nicht, sagt er. Also ich möchte ganz was anderes machen. Dann sage ich zu ihm, sagen Sie, halten Sie es für möglich, dass Sie vielleicht deshalb keinen Job finden, weil Sie es eigentlich gar nicht machen wollen? Nee, das hat damit nichts zu tun, sagt er. Dann sage ich zu ihm, sag's mal, Sie wissen schon, dass Sie jetzt nicht mit dem Arbeitsamt reden, sondern mit mir, oder?
Da musst du selber ein bisschen grinsen. Und das dritte Beispiel, was ich Ihnen sagen will, ist zum Beispiel meine Kleine. Ich sage immer Kleine, aber die ist inzwischen auch schon 16. Und dann sagt sie, da ging es dann ums Taschengeld. Die kriegt mit 16, die geht in Schule, oder? Kriegt 50 Euro Taschengeld. Passt ihr nicht. Ist ihr zu wenig. Dann sage ich, also ich weiß auch nicht, 15, also 16 Jahre, 15 Euro, 50 Euro. Also ich meine, die hat ja alles, was sie braucht eigentlich. Das ist ja nur zum Verplempern, oder? Und dann sagt sie, ja, aber ich bräuchte mehr. Und sage ich, dann geh arbeiten. Ja, da, Papa, da gibt es nirgendwo Arbeit. Es gibt nirgendwo Arbeit. So, kennen wir irgendwoher, oder? Sage ich, ja, nee, das stimmt nicht. Es gibt eine Menge Arbeit. Du willst es bloß nicht wirklich tun. Du erzählst zwar, du willst nebenzu verdienen, zwar und zwar schon seit Jahren, aber du tust es einfach nicht, weil du es in Wirklichkeit gar nicht willst. Dann sagt sie, Papa, wirklich nicht. Ich fahre mit dem Scooter da immer entlang und ich sehe ja, nirgendwo ist irgendein Schild, wo ich arbeiten könnte, da in einer Boutique oder in einem Restaurant und so weiter und so fort. Sage ich, nein, das stimmt einfach nicht. Wenn du es wirklich wolltest, dann würdest du dieses Schild genau sehen, weil dein Gehirn dich dahin führen würde. Es wird schlagartig, würdest du es plötzlich sehen, oder? Nein, Papa, niemals. Also ich würde auf jeden Fall sofort das machen und so weiter und so fort. Jetzt müssen Sie dazu wissen, dass in Frankreich die Kinder 2,5 Monate Ferien haben im Sommer. 2,5. Dafür müssen sich die Eltern erst mal erholen, oder? Wieder. Also, wenn die jetzt in den 2,5 Monaten wenigstens einen Monat arbeitet, damit die mal ein Gefühl dafür kriegen, die Jungs und die Mädels, oder was Arbeit überhaupt bedeutet, dann hat sie immer noch 1,5 Monate Ferien. Also, wie auch immer, ein paar Diskussionen und 2 Monate später hat sie einen Job. Bei der Gelegenheit mal eine Frage. Wenn Sie sich mal zurückerinnern, Ihr Leben lang, ist es nicht so, dass Sie eigentlich alles, was Sie wirklich wollten, immer gekriegt haben? Die meisten Menschen antworten auf ein Seminar mal mit Ja. Das heißt, die meisten Menschen sagen ja, ich habe tatsächlich alles immer gekriegt, was ich wollte. Das heißt doch jetzt mit anderen Worten, das ist doch schon mal eine gute Nachricht, oder? Alles, was Sie wirklich wollen, kriegen Sie auch. Das heißt, wenn Sie jetzt etwas noch nicht haben, was Sie eigentlich wollen, dann wollen Sie es vielleicht gar nicht wirklich oder ist es nur auf dem Weg, richtig? Einfach mal in Ruhe darüber nachdenken. Also mal nur zu sagen, ich will mal schnell 10 Millionen oder so, das ist natürlich jetzt nicht die Idee dabei, dass man halt das dann das Gehirn anfängt, da zu rotieren, damit die 10 Millionen vom Himmel fallen. Sondern Sie müssen es schon wirklich wollen, das gehört dazu, gell? Was soll danach kommen? Wir hoffen natürlich, dass Sie weitermachen mit uns, dass Sie quasi in dem, zum Beispiel irgendwie, lass uns irgendeinen Club oder sowas machen, wo zum Beispiel jeder sich eintragen kann auf einer Webseite und sagen kann, ich mache das und das und das oder so. Oder vielleicht, ich habe gerne mit Menschen zu tun, ich habe hier mein Gästezimmer, Mensch, kommt doch vorbei, könnt ihr billiger übernachten oder gratis oder sonst irgendwas. Lass uns was einfallen, irgendwie das so ein Netzwerk aufzubauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, gerade jetzt in Österreich war das wieder, ist richtig ein Junge, ein Anwalt und so, richtig Gas gegeben. Also wenn ich einen Anwalt brauche in Österreich, gehe ich zu dem, das ist doch klar. Also bevor ich jetzt in die gelben Seiten schaue oder sowas oder im Internet suche und ich weiß, in dem Club quasi von den Leuten, die jetzt das Coaching gemacht haben, wenn ich jetzt einen Elektriker brauche, wen rufe ich an? Logischerweise rufe ich den an. Und so entsteht auch dann quasi ein finanzielles Netzwerk, wenn Sie so wollen, ein Vorteilsnetzwerk, dass jeder davon profitiert auf seine Art und Weise.